Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys Merchandise, Folge 34. Leute, das Wetter heute ist nicht besonders. Es regnet die ganze Zeit. Aber trotz dieses Unwetters wird man mich nicht davon abhalten, dass ich heute euch wieder zum Planeten Eternia bringe. Zum Master of the Universe Classic Line. Heute nehmen wir durch He-Mans berühmten Kampftiger, Battle Cat, aus dem Jahre 1982. Und He-Mans blockadebrechendes Rammfahrzeug, den Baschasaurus, aus dem Jahre 1983. Ich würde sagen, bevor uns die Sinnflut wegschwimmt, schalten wir mal rüber. Ich würde sagen, wir beginnen mit Battle Cat. Hier sehen wir die Vorderseite der französischen Verpackung. Hier das wunderschöne Bild, das He-Man und Battle Cat vor Castle Grayskull zeigen. Hier sehen wir die Rückseite der französischen Verpackung. Ganz deutlich kann man erkennen, dass sich bei dieser Verpackung um eine Verpackung aus der Anfangszeit handelt. Fast noch keine Figuren, fast noch keine Fahrzeuge und nur Castle Grayskull. Hier sehen wir die linke Seitenlasche mit dem französischen Schriftzug. Hier sehen wir die linke Seitenlasche, die wesentlich besser erhalten ist. Der Battle Cat ist absolut mint in Sailed Boxed. Und hier die schwarze Unterseite der Box. Deutlich zu erkennen, 1981, also kurz nach Start der Masters of the Universe. Gut zu erkennen, die Wellen in der Folie, die bei der französischen Verpackung wesentlich dicker war als bei den anderen. Bei Battle Cat handelt es sich um ein eher unspektakuläres Spielzeug. Die Figur selber konnte nicht bewegt werden. Sie war aus einem Stück gegossen. Ohne Sattel sollte Battle Cat den harmlosen Cringer darstellen, der bei dem Ausruf bei der Macht von Grayskull sich in Battle Cat verwandelt. Der Sattel war abnehmbar. Hier die Oberseite. Sattel und Gurtzeug bildeten zwei Teile. Hier die Bestempelung des Sattels, Mattel, Made in Taiwan. Und hier dieselbe Bestempelung auf dem Gurt. Hier sehen wir Battle Cats furchterregende Maske. Schlecht zu erkennen, aber im Innenteil ebenfalls gestempelt Made in Taiwan. Kinderleicht konnte Battle Cat gesattelt werden. Einfach Gurt durchziehen, fertig, wie bei einem Gürtel. Auch die Maske konnte sehr leicht aufgesetzt werden. Oben sieht man einen Knopf, da konnte man den Sattel einhängen. Und ruckzuck konnte He-Man aufsitzen. Sieht schon irgendwie gefährlich aus. Hinter dem rechten Hinterbein befand sich die Bestempelung, ebenfalls Made in Taiwan. Gerade für Variationssammler ist dies besonders wichtig. Ich habe euch hier eine kleine Auswahl an Battle Cats aufgestellt. Nun kommen wir also zu den Variationen. Schauen wir uns die mal genauer an. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Varianten. Wie ihr hier schon erkennen könnt, die Bemalung. Helle Farben und hier bei der hinteren französischen Variante dunkle Farben und etwas weniger. Auf der rechten Seite sehen wir den französischen, der wesentlich düsterer und dunkler wirkt. Die Augen sind schwarz mit nur kleinen Punkten dazwischen, während die linke Version aus Mexiko etwas freundlicher wirkt. Die französische Version ist zudem glatter und aus einem helleren Kunststoff gemacht. Hier die Version aus Mexiko. Sie hat wesentlich mehr Falten und der Kunststoff ist etwas dunkler. Je nach Produktionsstandort gab es auch farbliche Unterschiede. Hier die Version aus Mexiko mit hellen Streifen und hier die Version aus Taiwan mit dunkleren Streifen. Auf den ersten Blick gleich. Aber nicht ganz. In Malaysia benutzten die Leute ein bisschen mehr Farbe und die Streifen waren etwas dicker als bei den anderen Versionen.
Zudem wurde bei dem Maul eine Art Lackfarbe verwendet. Bei den anderen Versionen nicht. Na, hier hat wohl einer ein wenig geschlampt. Diese Version hat wiederum überhaupt keine Bestempelung. Woher die wohl kommen mag? Hier ein sehr interessanter Flohmarktfund. Man beachte diese Einkerbungen. Hier hat Battlecat wohl seinen Meister gefunden. Ich glaube, der landete mal im Maul eines Hundes. Je nach Land, wo der Battlecat hergestellt wurde, unterschied sich auch das Zubehör. Hier den französischen Sattel, eher weinrot, und der aus Taiwan eher Richtung dunkelrot. Noch ein kurzer Blick in die Runde. Achtet auch darauf, häufig bricht der hintere Schwanz ab. Oh, ihr Götter Eternias, warum straft ihr mich nur mit diesem Wetter? Kommen wir nun zum Bajasaurus. Hier sehen wir die Vorderseite der Box, was ich betonen will, Mint in Sailet Box. Hier sehen wir die Oberseite der Box mit dem wunderschönen Motiv. Hier sehen wir die linke Seitenlasche der amerikanischen Box. Hier die rechte Seitenlasche der US-Box. Die äußerst interessante Rückseite der Box. Hier ist schon jede Menge los, jede Menge Figuren, jede Menge Fahrzeuge und Burgen. An der Unterseite ist noch einmal das Motiv abgebildet von oben. Und hergestellt 1984. In Mexiko. Interessant, in der Box sind zwei Löcher für Haltedrähte, das Fahrzeug wurde aber nicht befestigt. Dieser lose Bajasaurus stammt ebenfalls aus meiner Sammlung. Das vordere Teil kann nach vorne geklappt werden. Dadurch lässt sich die Figur leichter in das Cockpit setzen. Viel Liebe zum Detail ist erkennbar. Die Räder erinnern an das Wagenrennen aus dem Film Ben Hur. Hier kann Man at Arms rumschrauben. Hinten ist ein Schwanz zu erkennen an dem Fahrzeug. Hier sehen wir die Unterseite des Fahrzeugs. Ein mehrsprachiger Aufkleber erklärt, was man mit der Kugel machen soll, wenn sich der Kugelarm versehentlich verstellt. Den Arm ganz nach vorn drehen, bis die Kugel die Unterseite des Fahrzeugs berührt, dann die Kugel wieder in seine Ausgangsstellung zurückdrehen. Made in Italien, 1983. Der Clou? Das Action-Feature an dem Fahrzeug war die Rammkeule. Ein Knopf hier drauf. Da hat Skeletor nichts mehr zu lachen. Die Kugel kann man zudem noch ausfahren. Sehr schön gestaltet. So Leute, das war's mal wieder von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Fantastic Toys Merchandise, der Blick in meine Sammlung. Bei der Macht von Grayskull, bis zum nächsten Mal.